Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 29.12.2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 935. Heute mit den folgenden Themen: Yapil, PlaySRF, CloudPrint, Honor und iConnect U. Ich beginne gleich mit dem ersten und das ist PlaySRF. Etwas, was bei euch in Deutschland, Österreich und in umliegenden Ländern generell schon gang und gäbe ist, hat es bei uns das, ich sage jetzt nicht Staatsfernsehen, das Hauptfernsehen nicht geschafft, bis anhin die Mediathek-App auch auf die Apple TV zu bringen, sprich auf die Setup-Box aus dem Hause Apple. Das hat sie jetzt endlich in den letzten Tagen von 2020 nachgeholt und ab sofort gibt es die Mediathek vom SRF auch eben für die Apple TV. Da freue ich mich drauf, werde ich auf jeden Fall installieren, auch wenn ich da selten reinschaue, unter anderem vor allem aber auch, weil ja die SRG, wann war das? November, glaube ich, diesen Jahres, PlaySwiss auf den Markt geschmissen hat. Das ist eine Streaming-Plattform für die Schweiz. Ist ein bisschen hochgegriffen im Sinn von Streaming-Plattform, wäre da jetzt gleich die Parallelen zu Netflix, Sky TV etc. Ziehen mag. Das sind einfach die ganzen Produktionen, welche von SRF, RTS, RSI und RTR, das sind unsere vier lokalen Landes Fernsehinstitutionen, und die bringt man in Originalsprache mit jeweiligem Untertitel in Deutsch, Französisch, Italienisch und teilweise sogar in Rätoromanisch auf eben die Apple TV oder sprich in die TV-App. Und das Ganze ist wirklich ein angenehmes und schönes Programm. Da habe ich mir schon einige Serien daraus gebinge-watched. Mein Gott, gibt's das Wort überhaupt in ja genau, Deutsch, ihr wisst ja. Empfehlung wert, wer es noch nicht sich angeschaut hat, PlaySwiss ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Weiter geht's mit CloudPrint, die Druckerplattform von Google, die viele, viele, viele Jahre, ich glaube ganze 15 an der Zahl, vielen Menschen geholfen hat, anscheinend eben zu wenigen oder zu vielen, weil es dann zu teuer war und kostenlos. Auf jeden Fall hat ja Google schon angekündigt, dass man es per Ende des Jahres 2020 abstellen wird. Jetzt ist es soweit, per 1. Januar 2021 wird das Google Cloud Print nicht mehr geben. Alternativen dazu findet ihr wie immer auf daily.geektalk.ch verlinkt oder in den Podcatcher, in den Shownotes könnt ihr das Ganze nachlesen, indem dass ihr auf den Link klickt, den wir da mit reingesammelt haben. Weiter geht es, und ja, der Wecker geht auch schon an, mit Honor. Die haben sich ja erfolgreich abgekoppelt von Huawei und somit haben sie den Weg geebnet für Windows Laptop, als ob sie die nicht schon anbieten würden. Jetzt aber dann wieder mit, in Anführungszeichen, oder eben nicht in Anführungszeichen, offiziellen Lizenzen aus dem Hause Microsoft. Und somit können die Magic Pro und Magic Books und wie sie auch immer heißen, eben dann auch wieder richtig offiziell außerhalb von China vertrieben werden. Sind sehr, sehr spannende Geräte. Ich selber habe eines aus dem Hause Huawei hier, das MateBook Pro, die 2020er Version, und die Honor-Geschichten sind ja relativ ähnlich, einfach teilweise dezent abgespeckt, aber das Teil von Huawei ist wirklich ein sehr, sehr schickes Gerät und funktioniert sehr, sehr gut. Dazu gibt es nächstens dann auch auf dem Pokipsi.ch Blog einen Testbericht. Zu guter Letzt habe ich noch ein bisschen Feuerwerk. Für all diejenigen, die traurig sind, Klammer auf, ich gehöre nicht dazu, Klammer zu, die am Silvester kein Feuerwerk loslassen können, was ja zum Glück keine Schweizer Tradition ist, sondern eher eine deutsche, Die können dem entgegenwirken, und zwar mit dem neuesten Update von iConnect Hue. Das ist eine alternative App für Philips Hue Lampen. Wer die noch nicht angetestet und angeschaut hat, sollte das unbedingt tun. Kann ich sehr empfehlen. Und die hat jetzt eine Version 4.4 rausgebracht, also ab in den App Store und runterladen. Und damit könnt ihr ein kleines Feuerwerk zu Hause mit euren Philips Hue Lampen zünden. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren und bin gespannt, was da so alles rauskommt.
In diesem Sinne, das waren es die Neuigkeiten zum heutigen Tag. Wie es morgen, ob es morgen und übermorgen eine Folge gibt, kann ich noch nicht versprechen. Ich schaue, was möglich ist und wünsche euch, falls es nicht mehr klappt, auf jeden Fall einen guten und schönen Rutsch ins 2021. In diesem Sinne, bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.